Unsere Themen am Freitag. Der Geldautomat auf dem Altmarkt ist zurück. Guten Morgen Cottbus hört auf. Und das nächste Heimspiel für den FCE steht an. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. RPV Briefservice. Deine Post deutschlandweit günstig. Weihnachten ist nicht mehr aufzuhalten. In der Innenstadt beginnen die Vorbereitungen. Die ersten Sterne wurden heute Vormittag schon aufgehangen. In genau 4 Wochen öffnet dann der Weihnachtsmarkt. In 58 Tagen feiern wir Heiligabend. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Es war ein lauter Knall in der Nacht zum 26. Juli. Der Geldautomat am Altmarkt wurde gesprengt. Die Folgen: der komplette Eingangsbereich der Handwerkskammer wurde zerstört. Die Kunden mussten wochenlang den Hintereingang benutzen. Und mal eben Geld auf dem Altmarkt abheben war auch nicht mehr möglich. Jetzt die gute Nachricht: ab morgen gibt es wieder einen Geldautomaten. Und auch die HBK ist bald wieder zugänglich. Es ist soweit. Nicht mehr lange und bei der Handwerkskammer am Altmarkt herrscht auch optisch wieder Normalität. Die Handwerker sind in den letzten Zügen. Bald kann man die HWK wieder wie gewohnt über den Eingang Berliner Straße betreten. Dank der fleißigen Arbeit unserer Handwerksbetriebe, die jetzt in den letzten Stunden noch im Endspurt sind, öffnet die Handwerkskammer ihren Eingang zum Altmarkt am Montag früh wieder. Aber für die Kunden der Sparkasse ist es bereits möglich, ab morgen an dem Geldautomaten, der jetzt mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen bei uns installiert ist, das Geld zu ziehen. Und ich hoffe, die gehen dann alle fleißig einkaufen auf dem Wochenmarkt in Cottbus. Im Juli haben Unbekannte den hier platzierten Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Der komplette Bereich wurde dadurch verwüstet. Der HWK blieb nichts anderes übrig, als den Eingang während der Bauarbeiten zu schließen. 3 Monate haben die nun gedauert. Nichts Neues gibt es hingegen bei der Fahndung nach den Tätern. Sie sind weiterhin flüchtig. Der Cottbuser Tierpark bekommt eine ordentliche Finanzspritze. Der Interreg-Fördertopf macht das möglich. An den Tierpark und an den Botanischen Garten in Gironagura gehen insgesamt 600.000 Euro. Mit dem Geld sollen Lehrgebäude entstehen. Das Interreg-Förderprogramm will grenzüberschreitende Projekte voranbringen. Guten Morgen Cottbus ist der musikalische Wecker am Samstagmorgen. In der Innenstadt treten die verschiedensten Künstler auf. Die Veranstaltung läuft inzwischen schon 3 Jahre. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Into the light of the dark black night. Jeden Samstagmorgen ein bisschen Kultur genießen, egal ob Musik, Zauberkunststücke oder Tanz. Guten Morgen Cottbus hat das in der Innenstadt möglich gemacht. Morgen ist die 80. Veranstaltung und vorerst auch die letzte. Zum Leid der beiden Veranstalter Benjamin Andriske und Ronny Schröter. Sie haben das Projekt vor 3 Jahren nach Cottbus geholt. Ich habe den Eberswalder Bürgermeister vor ein paar Jahren mal kennengelernt, als wir für den Spremberger Turm ausgezeichnet wurden in Brandenburg oder in Potsdam. Und er hatte ganz enthusiastisch von Guten Morgen Eberswalde erzählt. Und ich habe da interessiert zugehört und habe ihn danach gleich ein paar Sachen gefragt, habe mich mit dem Veranstalter in Verbindung gesetzt gehabt. Hab dann Ronny angefixt, gesagt, komm, wir machen das hier auch, weil das eine schöne Sache ist, um die Innenstadt zu beleben, gerade am Samstagvormittag für die Innenstadthändler, Gastronomie und so weiter. Und dann haben wir das ein halbes Jahr später auch in Cottbus angefangen. Damit war die Veranstaltungsreihe geboren. Jeden Samstag ist immer etwas in der Stadt los gewesen. Den Cottbusern hat's gefallen. Für die beiden Veranstalter war das Motivation genug, das Projekt 3 Jahre lang ehrenamtlich durchzuziehen. Aber der Aufwand ist nicht weniger geworden. Organisation, Planung und Durchführung kosten viel Zeit. Es ist eigentlich ein Fulltime-Job. Die beiden können das jetzt einfach nicht mehr stemmen.
Es hat sich halt so entwickelt, dass ich zum Beispiel jetzt einen festen Job habe, der Ben Andriske seine Arbeit halt auch nicht weniger wird und wir es nicht mehr schaffen, die 100%, die wir dazu wirklich brauchen, reinzustecken in das Projekt Guten Morgen Cottbus. Und es wäre halt schade einfach drum, wenn man da wirklich, ich sag jetzt mal nicht halbherzig, aber halt wirklich nur mit 50% das Ganze macht und das Ganze dann draußen nicht mehr so ankommt, wie es eigentlich sein müsste. Halbherzig die Sache angehen, kommt also nicht in Frage. Die wöchentliche Portion Kultur könnte für die Cottbusser im nächsten Jahr wegfallen. Ja klar, so ein bisschen schade ist es, aber deswegen suchen wir ja auch Nachfolger, die wir auch gerne begleiten würden in der Anfangszeit oder im Vorfeld natürlich Tipps und Hinweise geben, Kontakte vermitteln, um da voranzukommen, damit das Projekt eben nicht stirbt. Es soll ja kein Abgesang sein. Wir beenden jetzt einfach die Saison, die hätten wir sowieso beendet morgen, das ist völlig normal, und hoffen einfach, dass es im April nächsten Jahres weitergeht. Die Chance, dass Cottbus auch weiterhin jeden Samstag fröhlich begrüßt wird, besteht also noch. Die Sache muss nur jemand übernehmen. Wer Interesse hat, kann sich bei Benjamin Andriske oder Ronny Schröter melden. Die Mission, den Platz am Stadtbrunnen weiterhin beleben. Sonst könnte der nach der kalten Jahreszeit leer bleiben. Bernd Weiße hört auf. Der Dezernent für Jugendkultur und Soziales geht in Rente. Er hat 12 Jahre diesen Posten im Rathaus geführt. Weiße will sich aber auch weiterhin einsetzen. So bleibt er unter anderem im Ausschuss der Brandenburgischen Kulturstiftung. Seine Nachfolgerin steht schon fest, Maren Diekmann übernimmt ab November. Sie hat bislang den Fachbereich Soziales geleitet. Was gibt es zu Energie Cottbus zu sagen? So viel eigentlich nicht. Der Siegesrausch geht Woche für Woche weiter. Und auch sonst ist es um die Mannschaft eher still. Das nächste Heimspiel steht morgen an. Die Sensation wird dabei aber auch ausbleiben. Cottbus marschiert weiter. Die Mannschaft von Trainer Klaus-Dieter Wollitz bleibt weiterhin ungeschlagen. Das heißt aber nicht, dass man sorgenfrei ist. Die Situation im Angriff hat sich in dieser Woche weiter verschärft. Beim nächsten Spiel gegen Luckenwalde steht mit Buakshi nur ein etatmäßiger Stürmer zur Verfügung. Förster ist in der Reha, Mambas alte Muskelverletzung ist wieder aufgebrochen, zudem hat er Probleme mit der Hüfte. In dieser Woche hat es zudem auch Ziegenbein mit Knieproblemen erwischt. Wollitz muss wieder kreativ werden. Alles ist möglich. Also mit ein, mit Gabby alleine, mit zwei, aber auch mit Gabby wieder von der Bank. Nochmal, ich habe gerne Spieler, die sofort da sind, auch in so einem Spiel. Weil das ist ausschlaggebend im Fußball. Alles, was du vorher bringst, kannst du dann nur noch runternehmen. Und eine Mannschaft lebt auch davon, Impulse von draußen zu bekommen. Weil ich nicht so vermessen bin und immer erwarte, und natürlich wünscht man sich das, aber niemals erwarten, dass innerhalb der Zeit solche Spiele entschieden sind. Das kann auch ein kniffliges Spiel werden. Ich glaube nicht, dass hier einer hinkommt und steht hier von vornherein Spalier. Dennoch stehen die Vorzeichen gut. Luckenwalde ist Tabellenletzter. Von Sieg zu Sieg rückt die Aufstiegsrelegation immer näher. Da könnte man sich ja auch schon mal mit den potenziellen Gegnern in den anderen Ligen beschäftigen. Für Wollitz wäre das aber verschwendete Zeit. Es wäre nicht gut und es wäre nicht nur überheblich, es wäre völliger Schwachsinn, sich jetzt mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen, die so weit weg sind. Ich glaube, das ist in Mai. Und wir sind jetzt im Oktober, zwar Ende Oktober, und also das machen wir auf keinen Fall. Ich kann Ihnen vergewissern, dass noch kein Gegner, ein möglicher Gegner, unter der Voraussetzung, man wird Erster, beobachtet wird. Sollte es soweit sein, glaube ich, dann werden wir das natürlich auch machen. So wie andere uns zwar schon beobachten, ich weiß nicht, was man da drinnen sehen kann. Was ist, wenn wir im Winter 5 Spieler holen? Können Sie das alles in eine Mülltonne holen? Wer den dritten vor den zweiten Schritt macht oder den zweiten vor den ersten Schritt, wird den zweiten oder den dritten Schritt gar nicht erreichen. Anpfiff zum Spiel gegen Luckenwalde ist am Samstag um 13.30 Uhr im Stadion der Freundschaft. Und mein iPhone habe ich am Samstag zum Videobeweis auch dabei. Zudem gibt es noch eine erfreuliche Nachricht. Philipp Knechtel wird nach seinem Kreuzbandriss in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Cottbuser Feuerwehrsportler haben sich in die Ehrenchronik der Stadt eingeschrieben. Sie sind als Team Lausitz Vize-Olympiasieger geworden. Die Kameraden haben außerdem beim Löschangriff, im Hindernislauf und im Hakenlettersteigen Medaillen geholt.
Sie merken schon, in unserer Stadt ist einiges los. Wir bringen Sie täglich auf den neuesten Stand. Doch nicht nur im Fernsehen informieren wir. LTV gibt es überall zu sehen. Seit 25 Jahren sind wir nun schon für Sie unterwegs. Jeden Tag gibt es eine neue Sendung LTV aktuell und das ganz bequem nach Hause auf den Fernseher. Aber auch LTV geht mit der Zeit. Die Mattscheibe ist schon lang nicht mehr das einzige Medium, über das wir unsere Nachrichten verbreiten. Seit 5 Jahren gibt es jetzt schon unsere Facebook-Seite. Hier posten wir die aktuellen Themen des Tages, Beiträge und aktuelle Nachrichten. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es auch hin und wieder Blicke hinter die Kulissen und unseren LTV-Reporter Nando in allen Lebenslagen. Seit Anfang des Jahres haben wir unser Social-Media-Angebot noch erweitert. Über WhatsApp schicken wir zum Beispiel immer die aktuellsten Informationen an euch raus. Hier bekommt ihr sie am schnellsten. Um ein Teil des Verteilers zu werden, sendet einfach eine kurze Nachricht an die unten eingeblendete Nummer nach dem WhatsApp-Zeichen. Auf Instagram könnt ihr sehen, wo wir gerade drehen, was auf einem Dreh so passieren kann und wie das Leben in unserem Sender aussieht, der LTV-Alltag in Bildern. Wer also die schnellsten News aus Cottbus haben möchte, sehen will, wie wir arbeiten und wen wir beim Drehen alles so treffen und darüber hinaus unsere Beiträge kommentieren will, der sollte uns auf unseren Social-Media-Accounts verfolgen und natürlich liken nicht vergessen. Sie können uns natürlich auch gerne selbst Bilder und Videos von Veranstaltungen oder Ereignissen schicken. Haben Sie ein spannendes Thema, über das wir unbedingt berichten sollten? Dann geben Sie uns Bescheid. Wir sind auf Facebook, Instagram und WhatsApp jederzeit erreichbar. Fans von Kunst sollten am Sonntag unbedingt auf das Gut Geisendorf fahren. Hier gibt es einen Marktplatz der Kunst. 20 Künstler sind vor Ort. Sie stellen Malereien, Grafiken, Schmuck und noch vieles mehr vor. Der Eintritt kostet 2 Euro. Die Veranstaltung geht von 13 bis 17 Uhr. Und damit wäre die Woche geschafft. Allen, die am Montag frei haben, wünsche ich ein erholsames, verlängertes Wochenende. Aber vergessen Sie nicht, dass Samstagnacht die Uhren um eine Stunde zurückgestellt werden. Außerdem wird ein kräftiger Sturm erwartet. Passen Sie also gut auf sich auf. Ich bin am Montag wieder da. Einer muss ja die Stellung halten. Machen Sie's gut. Egal ob zum Arbeiten, Surfen oder Zocken, das Acer Aspire 5 ist ein echter Allrounder. Bei Expert gibt es das leistungsstarke Notebook jetzt für nur 599 Euro. Das 15,6 Zoll große HD-Display überzeugt mit starken Kontrasten und satten Farben. Weil der Bildschirm dabei matt und mit LED-Backlight ausgestattet ist, treten auch unterwegs keine störenden Reflektionen auf. Egal ob Videos, anspruchsvolle Software oder Spiele. Dank des Intel Core i5 Prozessors, 8 GB DDR4 RAM und einer Nvidia GeForce 940 MX Grafikkarte mit 2 GB GDDR5 Speicher ist das Acer Aspire 5 für alle Zwecke bestens gerüstet. Mit einer 128 GB großen SSD und einer 1 TB Festplatte ist reichlich Speicherplatz vorhanden. Und selbstverständlich ist Windows 10 Home vorinstalliert, damit ihr direkt losstarten könnt. Mit an Bord sind auch praktische Programme wie das Acer Care Center, der Acer Configuration Manager und das Acer Portal, mit dem ihr zum Beispiel die Energie- und Speichernutzung verwalten könnt. Apropos, der Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen und 3220 mAh ist besonders leistungsstark und versorgt das Aspire 5 bis zu 7 Stunden lang mit Energie. Für externe Festplatten und andere Geräte gibt es mit 2 USB 2, einem USB 3 und einem USB 3.1 Typ C Port etliche Anschlussmöglichkeiten. Ein HDMI-Steckplatz und ein SD-Kartenleser sind ebenfalls dabei. Bedient wird das Acer Aspire 5 über die Feintipp-Tastatur mit separatem Nummernblock und das Multi-Gesture-Touchpad. Übrigens bietet Acer beim Kauf nicht nur 2 Jahre Garantie, sondern auch 1 Jahr International Traveler's Warranty. Damit könnt ihr den Laptop im Notfall überall auf der Welt reparieren lassen. Das Acer Aspire 5 ist ein top ausgestattetes Notebook und jetzt als Jubiläumsangebot der Woche für nur 599 Euro bei Expert erhältlich.
der Nacht ziehen wieder dicke Wolken über Cottbus auf. Die Temperaturen werden mit 9 Grad einstellig. Es bleibt trocken. Der Samstag startet ebenfalls mit vielen Wolken. So bleibt es zunächst auch. Am späten Nachmittag kommt die Sonne kurz zum Vorschein. Regnen wird es auch. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad. Einen Sonne-, Wolken- und Regenmix gibt es am Sonntag. Den ganzen Tag wird es sehr durchwachsen. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad. Dance in der Spreegalerie am 3. November von 14 bis 20 Uhr. Erleben Sie Laser Airdance Performance mit Tänzerinnen im Windkostüm, Videotanzanimation und Walking Piano, die Sensation aus Hollywood. Am 3. November in der Spreegalerie, der City Einkaufstreff in Cottbus. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.